So, danke Sandra. Danke an euch, dass ihr hier alle da seid. Ich habe gerade mal so grob durchgezählt. Wir sind ungefähr hier 140 Menschen jetzt am Platz. Und das in diesem kleinen Örtchen ist schon eine Leistung. Als erstes möchte ich begrüßen unseren Rechtsanwalt, Herrn Harsch aus Rastatt, der uns zu Beginn ein paar rechtliche Fakten zu der ganzen Sache darlegen wird. Danke, Herr Harsch. Ja, ich bedanke mich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte sagen, ich begrüße die freiheitlich-demokratischen Bürger, die sich Gedanken machen über ihre Grundrechte, wenn es darum geht, wie geht man mit einer Pandemie um. Und Sie wissen, dass der Lockdown jetzt wieder verlängert werden soll. Er ist jetzt ein Jahr alt mit Unterbrechungen, der Soft-Lockdown dazwischen. Ich bin der Meinung, dass wir uns einmal ganz kurz anhören sollten, wie das juristisch aussieht. Es gibt ja bekanntlich das Bundesemissionsschutzgesetz. In § 28 ist geregelt, dass Störer, also Infizierte, in Quarantäne geschickt werden können, separiert werden können. Das ist auch richtig so. Was nicht ursprünglich auch vorgesehen war im Infektionsschutzgesetz vor einem Jahr noch, dass Nichtstörer, also gesunde Menschen, in Quarantäne geschickt werden dürfen, in freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Das ist zum November geändert worden. Da gab es den 28a Bundesinfektionsschutzgesetz, mit dem man versucht hat, durch einen Katalog an Möglichkeiten diese Lücken zu stopfen. Es ist aus Sicht der Verfassungsrechtler sehr umstritten, ob das gelungen ist. Da wird es noch viele Prozesse geben. Und letztendlich kommt es immer darauf an, ob die Einschränkungen nach den Rechtsverordnungen auf diesem Grund dieses Gesetzes verhältnismäßig sind und effektiv sind. Und jetzt möchte ich mich ganz kurz mal mit den einschüchterungspolitischen Maßnahmen von Merkel, Söder, Spahn, Kretschmann und wie sie alle heißen beschäftigen. Sie wissen, dass der Lockdown im Oktober noch von Spahn als nicht wiederholbar hingestellt wurde. Man kann sich auf alles verlassen, auch auf Herrn Spahn. Und das heißt, das Lockdown ist für mich, ich möchte es mal so auch juristisch bewerten, ein Lockdown ist ein Lockdown. Was ein Lockdown ist, wissen wir aus dem Boxen, das ist ein K.O.-Schlag. Und alle Menschen, die darunter leiden, ob wirtschaftlich durch Niedergang, Verlust ihrer Geschäfte, familiäre Streitereien, wir haben hier Pressemitteilungen, auch im BT, dass eben familieninterne Gewalt zunimmt in der Lockdown-Zeit, kann man sich vorstellen, wenn man jeden Abend zusammensitzt, um 8 Uhr. Kretschmann, unser Ministerpräsident, früher mal Maoist, hat ja auch gesagt, dass die 8 Uhr Lockdown-Maßnahme nicht nachweisbar ist in der Effektivität. Was soll man dazu noch sagen? Trotzdem freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Ich vergleiche das mal mit Haftsachen, die ich ja auch mal ab und zu betreue. Wenn ich in Haft bin, 4 Jahre, und nach dem dritten Jahr komme ich in Freigang, dann darf ich tagsüber raus, ne, und abends muss ich wieder ins Gefängnis. Und genauso ist es bei mir. Ich darf morgens in die Kanzlei und abends muss ich wieder nach Hause. Jetzt kann man natürlich drüber lachen, da empfängt mich meine Frau. Aber das ist jetzt nur ein Spaß. Es ist aber manchmal kein Spaß. Ich mache sehr viele Scheidungen, auch gerade für Frauen und Gewalt. Das steht ja im BT. Ich habe hier viele Zitate dabei. Ich kann nicht so lange sprechen, offensichtlich. Da gibt es viel zu zitieren. Auch die Presse hat inzwischen eingesehen, dass der Lockdown für die betroffenen, gesunden Menschen, die arbeiten wollen, die Pflichten haben, die ein Geschäft aufgebaut haben, die um den Arbeitsplatz bangen müssen, die auch krank werden durch Depressionen, Ängste, Panik, ja, die sind überhaupt nicht beachtet beim Lockdown. Deren Grundrechtseinschränkungen werden einfach hingenommen und es wird dann, so haben wir es ja vom Herrn Bürgermeister Fetzer auch gehört, auch vom Karl Wittecker, dem Bundestagsabgeordneten, ganz locker mal weggedrückt. Das sind einfach Dinge, die hat man zu schlucken. Sowas nenne ich totalitär. Und wenn man das Wort Corona-Diktatur hört, dann sind sie alle gleich beleidigt. Man darf ja auch mal was etwas sarkastisch auf den Punkt bringen. Das ist nicht mehr hinzunehmen. Und ich möchte mal sagen, was ist in Ottersweier eigentlich los?
Ottersweier hat 6200 Einwohner, habe ich mir angeeignet. Und gerade mal, wenn Sie in die PD geguckt haben gestern, 3 Infizierte. Das ist ja geradezu, jetzt frage ich mich, wo sind die? Auf der Hub? Oder wo sind die? Und die 3 Infizierten, sind die krank? Oder sind die einfach nur infiziert? Denn die Infektionszahl selber sagt ja gar nichts. Die Kranken sagen was. Es ist ja nur diese 50 auf 100.000 juristisch nur zulässig, wenn man das Gesundheitssystem in Schutz nehmen möchte. Nur, wir hatten seit 10, 20, 30 Jahren das Gesundheitssystem nach unten gespart und kaputt gemacht. Wer hat seit 10 Jahren einen Pandemieplan bei der Bundesregierung auf dem Tisch gehabt? Das war Frau Merkel. Wer hat nichts gemacht? Das war der Herr de Maizière. Das durfte auch nichts tun, obwohl klar war, wenn man schon global denkt und international arbeitet, dann kommen die Viren halt reingeflogen aus der dritten Welt, aus Asien, aus Afrika. Das war ja bekannt seit 10, 15 Jahren. Aber man hat nichts gemacht und jetzt tut man so, als sei man überrascht, dass die Pandemie doch gekommen ist. Und das ist einfach schwach und wenn man das kritisiert, ist man böse. Dann sind wir halt ein bisschen böse und kritisieren. Also, meine lieben Mitstreiter, es ist einfach ein Umdenken notwendig und der Bürgermeister Petzer drückt sich heute Abend, habe ich wohl mitgekriegt. Ich hätte ihm gerne mal das Mikrofon in die Hand gedrückt. Ich finde auch, dass ein Bürgermeister in einer solchen Gemeinde mit einer so großartigen freiheitlich-demokratischen Veranstaltung die Dienstpflicht hat, hier zu sein, sich bei der Polizei hinzustellen und zu gucken, dass alles in Ordnung geht. Einfach nicht zu kommen, ist eine Missachtung der Bürgerrechte. Und ich möchte auch sagen, Bürgermeister Petzer, wir hätten gerne mit Ihnen geredet, warum nicht? Wie gesagt, in Ottersweier gibt es 6200 Einwohner, 3 Infizierte. Ein klassischer, rechtswidriger 8 Uhr Lockdown. Du musst das eingesperrt abends, du darfst nirgendwo hin. Die Kneipe ist zu, viel ist in Ottersweier sowieso nicht los. Die letzten Geschäfte sind alle zu und alles rennt dann online zu Amazon oder vielleicht noch zu Rewe. Alles ist kaputt und wird nicht mehr auferstehen können. Das muss man befürchten. Und in Ottersweier klassischerweise ist doch alles sauber. Warum nicht? Und warum geht der Petzer nicht hin mit dem Landrat, mit anderen Bürgermeistern, auch mit dem Landrat der Ortenau, die wollen das auch ändern, und beschwert sich mal bei den Abgeordneten, ob das jetzt der Wittecker ist oder der Weber von der SPD oder der Becker von der CDU oder was gibt es noch, der Henschel von der Grünen. Das sind doch alles Schweiger. Schweiger, Schweiger, sie tun nichts für euch, um euch zu befreien von diesem Lockdown. Und jetzt wollen wir auch eins klarstellen für die Presse. Kein Mensch hat was gegen Hygienemaßnahmen. Wer könnte Herrn Petzer bitten, er soll mal durch sein Dorf gehen mit seinen paar Gemeinderäten und soll Geschäft für Geschäft prüfen, was an Corona-Schutzmaßnahmen ist nötig. Aber es muss klar sein, jedes Geschäft muss wieder aufmachen dürfen. Jede Kneipe, jedes Kaffee, die brauchen wir einfach, um das Leben weitergeht. Auch das Vereinsleben, Fußball, die Jugend, alles hängt unten. Und das ist eine ganze Generation. Wir haben Ausbildungsplätze, die nicht mehr richtig ausgebildet werden können. Ausbildungsausfälle seit einem Jahr. Eine ganze Generation von Lehrlingen, die einfach jetzt gegen die Wand fahren. Und das ist alles uninteressant. Das ist hinzunehmen. Berufsfreiheit, Eigentumsfreiheit, Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, Schutz vor körperlichen Malessen, das ist alles egal. Hauptsache, die 3 Infizierten werden geschützt. Also es ist doch lächerlich zu sagen, um die 3 Infizierten kümmert sich sehr wohl jemand. Und wenn davon arrogant die Rede ist, man müsse Respekt haben vor 60.000 Toten. Wir haben Respekt vor 60.000 Toten. Aber wenn du die Gesamtsterblichkeit anschaust und wenn du das Pandemieproblem weltweit siehst, dann müssen wir eben gewisse Dinge hinnehmen und wir tun viel dafür, aber man muss es angemessen tun und die Rechte der Gesunden müssen auch noch beachtet werden und es muss weitergehen. Man verschuldet sich jetzt in hunderten Milliarden, privat wird noch ein Billionenschaden angerichtet, alles uninteressant. Hauptsache, der Herr Petzer meint, dürfe nicht Kandel 2.0 werden. Ja, was ist denn Kandel gewesen? War das in Ordnung, dass das Mädchen umgebracht worden ist? Durfte man da nicht demonstrieren gegen naive Vorstellungen von Integration? Ja? Absolut naiv.
Und es ist ja nicht der einzige Mord gewesen, rauf und runter in ganz Deutschland. Das ist ja nichts, was man irgendwie verteidigen kann. Sicherheit der Frau im öffentlichen Raum, ja, ist das nichts? Ist das jetzt auch das, stand im Badischen Tagblatt übrigens, ich zitiere gerne die Kritiker, die schreiben es doch selber. Ein dicker Artikel über Sicherheitsfragen heute in der heutigen Zeit, auch unter Corona-Aspekt und vor allen Dingen unter dem, dass die Frauen sich unsicher fühlen in ganz Deutschland. Und wer ist denn daran schuld? Hier keiner. Ja? Und deswegen ist es ganz klar, ich bin stolz darauf, dass ich hier reden darf vor einer Versammlung. Wir sind wahnsinnig überrascht. Es waren ja eigentlich ein kleiner, enger Kreis erwartet worden für diesen Termin um 7:30. Er ist geschickt gesetzt worden, weil er genau reintrifft. Der Witz ist doch, dass der Bürgermeister Fetzer auch noch als Demonstrationsbehörde das zwar genehmigen musste, nolens wohnens, aber gleichzeitig greift er die Demo an. Ein Bürgermeister hat seine Pflicht zu tun, zu genehmigen, und dann hat er ruhig zu sein. Er darf die genehmigte Demo nicht durch politische Angriffe beschädigen. Es ist im Versammlungsrecht übrigens eine Straftat, wenn man grob eine Versammlung stört. Man kann eine Versammlung auch grob stören, wenn man in der Presse solches Zeug erzählt. Das ist bösartig, und ich bedauere, dass ein Bürgermeister so weit geht. Er muss mal umdenken lernen, er muss stolz sein auf sein Ottersweiler, weil es einfach hier eine friedliche Demo gibt. Und ich danke der Polizei für den Schutz, den kein Mensch braucht, wenn die Linken uns nicht angreifen. Es sind immer die Linken, die angreifen. Und ich hoffe auch, dass die Presse das klarstellt. Der Polizeieinsatz heute Abend wäre nicht nötig, wenn die Linken wirkliche freiheitliche Demokraten wären. Sind sie nicht? Ich erwarte von jedem, dass er sich in Recht und Gesetz hält, egal was er persönlich politisch denkt. Ich sehe den strengen Blick von Herrn Kurz. Also, ich darf noch als Fazit sagen, die vielen Zitate, die ich dabei habe, die können wir später vielleicht mal besprechen. Aber ich möchte als Fazit Folgendes sagen. Wir wollen also, dass Druck ausgeübt wird über den Städte- und Gemeinderat. Und da ist der Fetzer gefragt als Bürgermeister von diesem Ort. Wir wollen aber auch, dass sich die Bürger wehren. Es kann sich übrigens auch einer Fetzer wehren, der ist auch Bürger. Da kann man klagen beim Verwaltungsgericht gegen solche Übergriffe des Lockdowns. Man kann privat klagen beim Verwaltungsgericht, man kann sich aber auch als Geschäftsmann, wenn man eben eine Miete zu zahlen hat für ein Lokal, was zu ist, kann man auch mal den Vermieter auf die Füße treten. Denn die Schäden sind ja objektiv von außen, da kann ja niemand was dafür, staatliche Verbote. Das ist das Letzte, was zulässig ist nach dem Grundgesetz, das Allerletzte, wenn keine andere Maßnahme mehr läuft. Ich wundere mich nur mit der Selbstverständlichkeit, Grundrechtsverletzungen, Eigentums- und Gesundheitsverletzungen, Existenzen etc., wie das einfach so hingenommen wird in den letzten Wochen und Monaten. Und ich bin wirklich tief beeindruckt, dass ein ausgerechnet hier, wo er die Anstöße gibt, er ist ein mutiger Mann. Denn was bedeutet es? Was bedeutet es, überhaupt sowas zu organisieren? Den Schneid muss man haben, weil man ja nicht weiß, welche Reifen sie dir aufstecken, welche Radkappen sie dir abmachen. Das haben wir ja bei AfD-Leuten gerade wieder gelesen in der Zeitung. Das ist ja auch im BT, ja, ich zitiere immer das BT. Ne? Und da ist es ganz deutsch normal, die dürfen das. Ja? Ansonsten wäre bei Bildseite die erste Seite voll. Das ist einfach nicht in Ordnung. Er ist ein mutiger Mann, der sich hinstellt, und in Kandel hat er es hervorragend gemacht. Übrigens, der zweite Bürgermeister ist inzwischen nicht mehr Bürgermeister. Also es wurden ja die Verantwortungsträger kritisiert und nicht andere Dinge. Und das ist ja nichts anderes, man erwartet von der Fetzer Unterstützung, dass der Ottenhöfen befreit vom Lockdown. Warum denn nicht? Ottenhöfen, schön. Ottersweier, ich bin aus Rastatt, tut mir leid. Danke, Herr Fetzer, ja.